Kennt ihr das? Ihr habt ein Hotelzimmer gebucht, kommt rein und stellt fest, ist ja viel kleiner als ursprünglich erwartet. Ist aber gar kein Problem, einfach freundlich an der Rezeption nach einem Upgrade fragen. Es gibt jede Menge Tipps und auch Tricks, die werde ich euch gleich verraten und dann kommt am Ende des Tages ein Hotelzimmer wie dieses dabei raus. Größer, schöner, besser ausgestattet und eine schöne Aussicht zum Feierabend, so bekommt ihr ein Upgrade in eurem Hotel. Der zu laute Zimmernachbar, die ratternde Klimaanlage oder der Klassiker, ein nicht entleerter Papierkorb. Wenn euch etwas in eurem Zimmer stört, traut euch, geht zur Rezeption und fragt nach, ob ihr vielleicht in ein anderes Zimmer könnt. Wichtig ist, bleibt dabei höflich und fragt am besten nach einem ruhigeren Zimmer, weil das sind meist die schöneren. Ihr seid häufig Gast im selben Hotel, das erhöht die Chance auf ein Upgrade natürlich sofort. Und auch wenn ihr den Mitarbeiter mit Vornamen nennt und ihm auf Augenhöhe begegnet, habt ihr die Chance auf ein schöneres Hotelzimmer so gut wie sicher. Spätes Einchecken kann sich wirklich lohnen, denn erstens sind die meisten Zimmer dann bereits belegt und zweitens hat die Rezeption nun viel mehr Zeit, sich um euch zu kümmern. Hattet ihr also einen anstrengenden Arbeitstag, kann dieser mit einem Feierabend-Upgrade versüßt werden. Oder ihr bucht direkt über HRS, dort gibt es oft kostenlose Zusatzleistungen wie WLAN, Parkplätze oder Sauna. In Ruhe arbeiten, am Buffet schlemmen oder einfach mal die Beine ausstrecken. Alles Dinge, die man in einer Flughafen-Lounge wunderbar miteinander kombinieren kann. Nun fragt sich vielleicht der ein oder andere, wie komme ich denn mit meinem Economy-Ticket in so eine Lounge rein? Die Antwort ist, ihr bucht euch einfach übers Internet ein. Es sind sogenannte Daypasses, die ihr kaufen könnt, 22 Euro in etwa kosten die. Und eins könnt ihr mir glauben, einmal in so einer Lounge angekommen, wollt ihr so schnell nicht mehr da raus. Beim Thema Beinfreiheit wird es wirklich schon etwas komplizierter. Hier lohnt es sich der gleichen Fluggesellschaft oder der Flugallianz einfach treu zu bleiben. Eine andere Möglichkeit für ein Upgrade ist My Offer. Das ist ein Service von Lufthansa und hier kann man wirklich darauf bieten, ein Upgrade zu bekommen. 24 bis 36 Stunden vorher bekommst du dann Bescheid, ob das mit dem Upgrade geklappt hat oder nicht. Und selbst wenn es nicht geklappt hat, gar nicht so schlimm, es hat dich zumindest kein Geld gekostet. Um überhaupt die Chance auf ein Upgrade zu haben, sollte man darauf achten, wann man fliegt. Klar, bei Businessreisen liegt das meistens nicht in eurer Macht, aber wenn ihr doch darüber entscheiden könnt, dann achtet darauf, dass ihr nicht ausgerechnet an einem Sonntag fliegt, denn Sonntag sind meistens die Tage, an denen viel Flieger unterwegs sind. Außerdem müsst ihr bitte auch beachten, die ganz günstigen Angebote sind in der Regel von einem Upgrade ausgeschlossen. Ein kostenloses Upgrade bei einem Mietwagen ist meistens kein Problem. Okay, wenn ihr einen Golf gemietet habt, wird es wohl kaum ein Porsche werden, aber die nächsthöhere Klasse ist in der Regel drin. Für ein Upgrade von Schaltung auf Automatik lohnt es sich in der Regel einfach zu fragen. Ist ein Fahrzeug in der gleichen Kategorie noch verfügbar, sollte das gar kein Problem sein. Wenn ihr risikofreudig seid, dann greift auf das Angebot der Kollegen von Sixt zurück. Die haben nämlich das sogenannte Glücksauto im Angebot, bedeutet im Klartext, ihr mietet, wisst aber nicht, was ihr bekommt. Vom Kleinstwagen bis zu Full Size ist hier alles drin. Es geistern so viele Tipps durchs Internet, aber ganz ehrlich, die Chancen steigen mit Bonusprogrammen oder wenn ihr bereit seid, einen kleinen Aufpreis zu bezahlen. Welche Erfahrungen habt ihr gesammelt oder habt ihr doch noch irgendwelche Tipps? Schreibt es gerne in die Kommentare.